So, hallihallo, Hallöchen. Genau. Hi. Ja, wir spielen weiter mit dem wunderschönen Spiel, mit dem wunderschönen Namen Eurotruck Simulator 2. Ja, welche Version weiß ich jetzt gerade gar nicht? Ich glaube, ich werde die Intros in Zukunft immer überspringen. Ich meine, so schön sind sie jetzt nicht. So. Ach, guck mal hier. 1.43.1.1S. 64-Bit. Ich bin geflasht. Digga, 64-Bit, da muss ich direkt mal schon trinken, weil meine scheiß Stimme so ultra trocken wird gerade. Also erstmal ein bisschen umschütteln, ist ja Nektar. Mit Wasser. Super lecker, dieser Nektar. Mango. Mango was? Mango Ananas, glaube. Glaube ja. Haben wir diesen LKW eigentlich oder nicht? Ich meine, er wird mir jetzt immer noch angezeigt. Aber ich dachte, wir haben keinen LKW. LKW-Händler. Volvo. 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 Dann kaufen. Boah, 113.000. 114.000. Nee, Classic ist nicht so geil. Ich hole mir lieber den hier. 114.000 ist schon eine Kampfansage. Ausführung ändern. Okay. Wählen Sie eine Kategorie aus dem Menü am oberen Rand aus. Level 8, Level 12. Ich frage mich echt, wie lange wir brauchen, um in den Levels aufzusteigen. Das würde mich mal hart. Kann man gar nichts aufrüsten hier. Wow, ist alles gesperrt. Oh, wir haben gar keine Retarder. Das ist ja. Retarded. Okay, Entschuldigung. Okay, so kostet der 120.000 Euro. Danke dafür. Alter, können diese Kack-Amis, diese Kack-Engländer mal bitte unser Europa verlassen? Obwohl haben sie ja. Brexit ist ja durch, ne? Ich hasse diese. Warum muss man da auf der linken Seite fahren? Auf der rechten Seite meine ich doch. Weißt du? Reicht schon, dass es die Japaner machen. Ich meine, die haben zum Glück den Bonus, dass ich Japaner und Japan mag. Aber. Ich würde als LKW-Fahrer niemals so fahren. Digga, da kriegst du ja, da kriegst du ja Albträume von. Oh, Lackierungen. Schade, ich dachte, ist das hier Regenbogen? Also ist ein bisschen heftig. Ein bisschen. Ja. Was hast du eigentlich alles? Kamera zurücksetzen, Licht. Oh, Vollbild. Oh, wie geil ist das bitte? Kann ich hier reinfallen? Nö, schade. Ey, runter von meinem Büro! Okay, die sieht ganz schön plastisch aus. Guckt euch diese Garage. Die ganze so groß ist so meine Garage gar nicht. Hä? Was ist das hier für eine Garage? Ach so, Quatsch, ich bin ja gerade beim Händler. Moment, mal erstmal wieder rausgehen hier. So. Aha. Aha. Okay. Okay. Achso, ich kann auch zoomen. Aha. Wow. Ist aber sehr schlecht aufgelöst. Das ist ja. Was ist das? 30 mal 15 Pixel? Irgendwie so? Keine Ahnung. Gibt es hier auch Japan? Japan. Japan. Ja, Deutschland ist langweilig. Japan!
Ja, Digga, now we are talking. Woo woo. Sieht zwar optisch total scheiße aus, aber. Ah, ja, siehst du, so sieht es gleich. Obwohl. So sieht einfach nur aus wie ein roter Punkt, der da irgendwie total fehl am Platz ist. Ah, schwarz wie die Nacht ist auch ein bisschen zu dunkel. Ich glaube mal eher so. Das ist so. Das ist so Sweet Spot. Ja, so ist geil. Eigentlich gar nicht. Eigentlich sieht es hässlich aus. Oh. Metallic. Okay, jetzt haben. Oh. Alter. Schwerlasttransporter hier. Nice. Ja, ja, ja. Not bad, not bad, not bad, not. Boah, das sieht irgendwie total cool aus. Richtig edel, Alter, sieht das geil aus. Okay, das sieht krass aus. Gibt's denn noch. Alter. Alter, wie viele Lackierungen gibt es denn hier? Oh, wow. Oh, Alter. Willst du mich verarschen? Digga, what the fuck? Das kannst du doch keinem erzählen. Oh mein Gott. Ey, gibt's auch Anime-Bilder? Das wäre natürlich ultra geil. Anime, 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 Anime. Ernsthaft? Fußball? Leckt mich. Weil da kein Mensch mag Fußball. Könnte man auch aufhören, Fußball überall reinzuklauen. Oh mein Gott. Ist zwar nicht japanisch, aber trotzdem schön. Könnt ihr bitte aufhören, überall Fußball reinzuklatschen? Was hat ein fucking LKW-Spiel mit fucking Fußball zu tun? Hm? Wo ist denn die Flagge? Ach, wow. Hey. Wobei, ist schon irgendwie süß. Ist schon, ne? Ist schon so dezent. Ich meine, allein durch die Farbkombo kann es gar nicht dezent sein. Aber es versucht zumindest so dezent zu sein, ne? Oh, sind schon echt zicke Motive mit dabei. Holy fuck. Holy fuck. Alter Schwede. Das würde zu so einem amerikanischen Truck passen. Und ich habe auch gesehen, werde ich mir vielleicht auch holen, es gibt sogar einen American Truck Simulator. Digga! Was sich aus diesem Spiel so alles entwickelt hat, ja? Ja. Also Piraten haben die echt ganz schön viele damit dabei. Okay. Oh. Oh, Japan. Nicey-dicey. Merkt bestimmt keiner, dass ich ein Japan-Freund bin, ne? Das sieht aber auch nicht so schlecht aus, ne? So mit diesem Vollmond im Hintergrund. Krass. Krasser Marsch. Boah, Alter. Eigentlich müsste dieses Spiel so aus. Ja, aus Gründen müsste es dieses Motiv auch nochmal geben. Mit einer flachen Erde. Für alle Freunde unter uns hier, ne? Die so an die flache Erde und so, ne? So. Volvo und so, ne? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, Alter. Also es gibt ja schon. Digga, so viele LKWs kann man doch gar nicht sich kaufen, dass man alle Motive mal durchprobieren könnte. Alter, das ist. Oh. Oh. Okay, es gibt auch welche, die wir noch nicht kaufen können. Digga, wenn das hier schon so geile Motive sind. Was kommt denn dann noch? Boah, was mir gerade einfällt, was geil wäre, wenn es so 3D-Motive gibt. Weißt du, was ich meine? Wo, also Motive, die wirklich die Form des LKWs verändern. Gibt es sowas? Ist das, was hier in den späteren Leveln erst kommt? Weil ich meine, das sind doch schon so kranke Motive. Was kommt denn hier noch? Ey, das wäre sowas von geil, weil gerade so mit Gothic oder sowas, wenn du denn so Reißzähne auf dem LKW hast, so richtig ausgehobenen Totenschädel oder sowas. Digga. Da kann man schon holen. Mein Truck hat die Masern. Pupp.
Ah, okay. Ah, okay. Oh. Ab Level 1. Wir sind so schlecht. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, man kann die LKWs ja so hart customizen. Das ist holy shit. Holy shit. Holy ma. Okay, das sieht gar nicht so geil aus. Da sah das hier besser aus. Aber holy shit. Oh, Alter, nee, du. Uiuiui. Uiuiui. Man kann so. Oh, wir haben ein Bett. Man kann so viel machen, Alter. Wow, richtig mit LED. Ja, ist schon geil. Also da haben wir echt eine Menge vor uns noch, ne? Du hast einige Teile zum Kauf ausgewählt. Solltest du deine neuen Änderungen rückgängig machen? Ja, können wir eh nicht kaufen. Also, wir brauchen noch so 110.000. Dauert noch ein bisschen. So, was können wir jetzt eigentlich machen? Karriere. Auftragsangebote. Schnellaufträge. Alles andere ist ausgegraut. Okay. Weltkarte. Ist die Weltkarte. Das macht Sinn. Kann ich auch wieder raus? Ja. Blödes Mikrofon hier im Weg. Radio. Genau, da habe ich schon, das habe ich bei dem Wiki gelesen, dass man da auch Radio einbauen kann. Da habe ich mir hier mal die Vocaloid Radio einprogrammiert. Keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Also deswegen habe ich nämlich als Playlist für meinen Vollzieh Media Player. Und das funktioniert hier auch. Gut, darf ich nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Copyright-Schutz. Aber das Ding werde ich privat suchten. Vor allem, wenn es auch im LKW selber denn wie ein echtes Radio klingt. Aber aktualisieren war ja Internet. Wieso ist doch Internetradio? Lass ich mal lieber. Musikplayer habe ich auch noch. Ah, okay, meine ganzen UGG-Dateien werden auch angezeigt. Sehr schön. Ich weiß halt nur nicht, ob ich die ganze Musik. Ich habe einfach mal was reinkopiert. Also erst konvertiert und dann reinkopiert. Aber ich weiß halt nicht, wie es aussieht wegen Let's Play und Copyright-Schutz und ja. Werden wir wahrscheinlich nie nutzen, aber ich habe einfach mal ein bisschen was reinkopiert und es funktioniert alles. Nice! Endlich mal ein Programm, was mit OGG-Dateien klarkommt. Es gibt so wenig Spiele, die mit OGG klarkommen. Aber das krasse Spiel. Dieser krasse Spiel. So, E-Mail haben wir eine. Brandneuer Volvo-LKW eingetroffen. Sehr geehrte Damen und Herren. Als zertifizierter Händler von Volvo LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen, vor allem im Thema Lackierungen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume. Ach so, ich schätze mal, wir hätten die E-Mail lesen sollen, bevor wir da drinnen waren. Kann das sein? besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Verona. Die Zugmaschine, von denen Sie schon immer geträumt haben, können Sie hinter unseren Türen erwarten. Ja, siehst du? Verstehe ich eigentlich gar nicht. Jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke, das ist wieder so typisch Spielelogik, weißt du? Warum können wir nicht einfach hingehen zum LKW-Händler und sagen, Jo, Junge, hör mal zu. Ich möchte ein Unternehmen gründen. Ja? Ich weiß nicht, bis wo geht Volvo? Gib mir mal bitte ein 750 PS Monster mit, weiß nicht, 5 Achsen oder, also mindestens 4 haben sie, glaube, mit 4 Achsen. So richtig, wo ich einfach alles mitziehen kann, ja? Ich will ein Unternehmen gründen, gib mir das. Wäre in der Realität kein Problem. Solange du den LKW bezahlen kannst, kannst du den auch kaufen. Guck mal. Man sieht jetzt sogar, wie die LKWs aussehen. Da hier, das ist genau so einer, vier Achser, ja. Aber hier im Spiel muss ich erst ein bestimmtes Level erreichen.
Das wäre, danach würde er in der Realität niemand fragen. Da heißt es nicht, ach ja, Sie wollen ein 750 PS LKW haben. Wie viele Kilometer sind Sie denn bereits gefahren, mein Freund? Ja, interessiert keinen. Solange du einen Führerschein hast, und selbst wenn du keinen Führerschein hast, wäre es wahrscheinlich kein Problem. Du kannst das Ding dann zwar nicht fahren, aber immerhin kaufen. Ja. Aber wie gesagt, das ist so typische Spielelogik. In Spielen sind solche Sachen immer erstmal verdeckt. Genauso wie das hier. Ja, man sieht hier nix. Überall Fragezeichen. Im echten kaufst du dir einfach ein fucking TomTom-Navigationsgerät und du siehst alles. Naja, das ist der Unterschied zwischen Spiel und Realität, auch wenn es ein Simulator ist. Es simuliert es nicht unbedingt die Realität. So, was jetzt? Genau, das haben wir. Nee, das haben wir. Nee, das war Fotostudio. Wechseln Sie den Fotomodus um coole LKW. Können wir aber noch nicht. Screenshot Manager. Lehrerslot, 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 Lehrerslot. Ich bin kein Lehrer an der Schule. Ich bin ein Administrator. Ist ein Unterschied. Fahrzeugbrowser. LKW-Browser. Also, ich glaube, wir werden in dieser Folge garantiert nicht mehr spielen. Ich werde mir alleine dieses Menü mal hier reinsuchten. Oh. Ah, die LKWs, die man am Anfang ausfüllen kann. Nice, nice, hier ist unser. Haha, wie geil. Hä? Ah, cool, hier kann ich das alles auswählen. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist hier, das ist Technik, Digga. Das ist. Das ist. Ah, bis wo? Ah, 750 PS, ja, ist das ein Maximum. Okay. Oh, Alter. Oh. Okay, damit werden wir uns auf jeden Fall mal später auseinandersetzen, sobald wir uns selber einen LKW kaufen können. Ja. Fahrzeugbrowser. Aufliegerbrowser. Man kann hier Auflieger halt kaufen. Und manipulieren. Also hier, anpassen. Wollt ihr mal sehen? Digga, was zur Hölle? Wie geil! Okay. Na gut, da gibt es jetzt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Achso, warte mal vielleicht. Hä? Was ich gerade noch einer mit Kasten um drauf? Okay, doch nicht. Alter, wie geil ist das bitte? Das war doch der. Gibt's nicht als Kasten? Oh doch, gibt's als Kasten. Guck mal. Aber kann man mit solchen Dinger nicht nur in Skandinavien fahren? In Europa, also jetzt hier Deutschland und so? Da sind doch die Straßen viel zu klein für sowas. Trockenfracht, Container mit Seitentür. Die Luxusvariante quasi. Gekühlt mit Seitentür. Okay, das ist die Luxusvariante. Okay. Oh mein Gott. Wir werden sowas von auch in Skandinavien fahren, meine Leute, meine Damen und Herren. Es ist unmöglich, dass man sowas in Deutschland fahren kann. Da kommst du durch keine einzige Kurve. Überleg dir mal in Deutschland diese ganzen Seitenstraßen, ja, wo die Straße schmaler ist als ein Auto. Ja? Da kommst du damit nie durch. Niemals im Leben. Hier gibt es ja auch so viele. Ah, nee, okay, wesentlich weniger Lackierungen. Oh. Oh. Ist schon geil, Alter. Ja, nicht schlecht. Und auch den kann man natürlich massig anpassen. Oh, das wird geil. Das wird ein Spaß, Leute. Ne, ich war draußen da. Alter, das wird ein Spaß. Auflieger Browser, Auflieger. Ansicht der im Spiel verfügbaren Auflieger. Experimentiere mit verschiedenen Auflieger-Ausführungen. Okay. Okay. Container.
Ach so, das sind wahrscheinlich die, die Kombinationen, also wie sagt man, also quasi diese vordefinierten Hänger, die man so im Spiel halt sieht oder fahren kann oder bekommen kann oder kaufen kann, keine Ahnung. Ja, wobei, oh doch, kann man. Ah, nee, okay. Also mit Fracht kann man die wahrscheinlich nicht kaufen. Ich hätte gerne einen Anleger und 5 Pfund Baggerschaufel noch dazu. Darf es noch ein bisschen Prise Salz sein? Solo-Auflieger. Ach, Silo-Auf. Ich habe Solo gelesen. Silo-Auflieger macht ein bisschen mehr Sinn. Tankauflieger. Oh. Der gute brennbare Stoff. Wobei nicht hier ist Säure drin. Das ist ein Säuresymbol. Säure, Chemikalien, heiße Chemikalien, Salzsäure, Kaliumhydroxid. Ah, hier, jetzt haben wir Tankauflieger. Also Treibstofftank. Also, Mann, das hier halt. Diesel, Heizöl und so. Kerosin. Warum gleich zwei Schilder? Ist das dann jetzt eine 6? Don't know. So. Krone. Oha. Die haben Firmenplacement drinne. Die haben Krone-Auflieger mit bei. Na, war ja klar. War ja klar, dass Krone hier mitmacht. Immer diese ganzen kackdeutschen Firmen hier. Schwarzmüller, was ist denn das? Also jetzt, wo ich den Namen sehe, sagt er mir was, aber Schwarzmüller? So wirklich kennt tue ich den nicht. Also Krone auf jeden Fall, die kennt jeder. Krone ist in Deutschland so ziemlich das, was ja, der BMW oder der Mercedes in Deutschland ist. Da kennt eigentlich jeder Trucker. Neutral. Wow. Ah, cool. Höhö, Sticker. FTP, okay. Ach so, ich habe übrigens es gibt für Eurotruck Simulator auch wohl haufenweise Mods. Und da gibt es wohl auch eine Mod, die heißt Pro oder Pros. Nein, die doch Pro Mod. Pro Mod, glaube. Und bei der gibt es auch eine Mod, habe ich gesehen, dass man diese ganzen Firmennamen, also auch die ganzen Tankstellen, die haben wohl keine reellen Namen. Also ne, die LKWs, die haben ja reelle Namen. Ne? Volvo gibt es im echten, MAN gibt es im echten und sowas alles. Aber die Firmen, bei denen man hier arbeitet, also auch die Tankstellen, wo man tanken kann, die sollen wohl keine reellen Namen haben und mit dieser Mod sollen die Namen aber denn reell werden. Ganz so verstanden habe ich das auch noch nicht. Vielleicht ist die Mod auch schon vorinstalliert oder ist ein DLC oder keine Ahnung was. Aber glaube ich, ist das Teil dieser Pro-Mods. Pro-Mod? Pro-Mods? Rumgemotzt halt, ne? Genau. So, das kennen wir. Option kennen wir auch. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir. Nee, okay. Nächste Folge machen wir mal hier einen Schnellauftrag, was auch immer das hier ist. Okay. Um Routinedetail zu sehen, wählen Sie eine Fracht aus. Mercedes-Benz. Scania. Ich dachte, wir behalten unseren LKW. Also ist das noch nicht unser LKW oder was? Oh, 750 PS. Das hier nehmen wir. Für 18 Tonnen. Frischer Fisch. Oh. Auftrag annehmen. Okay. Frischer Fisch. Wenn wir ankommen, ist der nicht mehr frisch. Oh, okay, gut. An der Stelle speichern wir mal. Hat ja nicht so geil funktioniert. Ah, doch, jetzt. Speichern. So, und dann werden wir das Ganze mal beenden. Ach so, ja klar, das ist der LKW, den wir jetzt gerade haben, ne? Ja, genau, okay. Ich wollte gerade sagen, warum ist jetzt hier so Gold? Obwohl hier ist ja noch grün. 0 Kilometer? Haben wir den LKW jetzt oder haben wir den nicht? Verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich. Zustand. Ja, okay, das ist ja von denen, die wir gerade fahren. Boah, alter, Motor, Getriebe, Fahrwerk, Fahrerhaus und Räder. Und was ist denn mit Reifen? Oder zählt das mit zu den Rädern? Weil ich meine, Räder ist jetzt für mich gerade eher sowas wie, ja eben, Bremsen gibt es ja auch keine.
Weil eben bei Rädern kannst du jetzt vieles drunter verstehen. Du kannst den Bremsenverschleiß drunter verstehen. Du kannst die Räder als solches, also zum Beispiel die Achsen, verstehen. Du kannst aber halt auch die Reifenabnutzung darunter verstehen. Mal gucken, ne? Reparaturkosten werden durch deinen Arbeitgeber gedeckt. Schön. Ja klar, weil wir ja noch keinen eigenen LKW haben. Stoß ja dauernd ans Mikrofon. Nein, ich wollte das Spiel beenden. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns. Die Bücher wird automatisch gespeichert. Achso, okay, cool. Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Ja. Cool, brauche ich ja gar nicht mehr speichern. Weil bei German Truck Simulator, da musstest du speichern. Der hat nicht automatisch gespeichert. Ja. Von daher werde ich mich noch bei einigen Sachen umgewöhnen müssen. Aber gut. Ist ja kein, wie gesagt, da liegen mehr als 10 Jahre dazwischen. Also. Ja. Von daher, ja, bis dann.